Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Reden. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am 9.11.2022 am frühen Abend auf der L480 zwischen Brüggen und Gronau gekommen. Der Fahrer eines grauen Mercedes ist von Brüggen kommend in Richtung Gronau unterwegs gewesen, als dieser aus ungeklärter Ursache auf Höhe der Ortseinfahrt Reden nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dies geschah nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug offenbar mit großer Wucht auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert wurde und dort auf dem Gehweg in Seitenlage zum Stehen kam. Der Motor des Wagens wurde indes auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Feld vorgefunden. Der Fahrer, ein 72-jähriger Mann aus Gronau, wurde in dem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswagen sowie die Polizei aus Eelze und Eifelt. Von Seiten der Feuerwehr waren die Ortsfeuerwehren Gronau, Banteln und Brüggen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Brüggens Ortsbrandmeister Karl Philipp Hasse. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte laut Heuer gegen 17.43 Uhr. Ein weiteres Fahrzeug sei nach jetzigem Stand nicht beteiligt gewesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Man fand, so Heuer weiter, ein Sauerstoffgerät im Wagen des Unfallopfers, das offenbar auf Sauerstoff angewiesen war. Da sich im Wagen auch ein Kindersitz befand, wurde das Gelände von den Einsatzkräften weiträumig nach einem möglichen weiteren Opfer abgesucht. Laut Heuer befand sich aber nur der Fahrer im Unfallwagen. Insgesamt 56 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Die Straße wurde für die Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sollten sich mit dem Polizeikommissariat in Eelze unter der Telefonnummer 050 68 9 30 30 in Verbindung setzen. Wittenburg. Die Feuerwehren Sorsum, Wittenburg, Eelze und Mehle wurden am 11.11.2022 um 17.16 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Fahrzeug war aus ungeklärter Ursache auf der K502 zwischen Wittenburg und Beutzum gegen einen Baum geprallt. Der Alarm wurde durch moderne Technik direkt vom Fahrzeug ausgelöst, ein E-Call, und so an die Feuerwehreinsatzleitstelle in Hildesheim gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt wurde den Einsatzkräften über Funk mitgeteilt, dass die Airbags im Fahrzeug ausgelöst haben und eine Kommunikation im Fahrzeug nicht möglich war, sodass von einer eingeklemmten Person auszugehen war, heißt es. An der Einsatzstelle war jedoch keine Person mehr anzutreffen. Um auszuschließen, dass Fahrzeuginsassen durch Schockreaktion in der Dunkelheit umherirrten, wurde die Drohnenstaffel des THW Eelze zur Unterstützung alarmiert. Die Polizei Eelze zog einen Hubschrauber zur Suche hinzu. Zwei Rettungswagen und ein Noteinsatzfahrzeug waren vor Ort. Eine Stunde nach der Alarmierung konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden und der Einsatz war für Feuerwehr und THW beendet. Die Feuerwehr war mit 6 Einsatzfahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Wie die Polizei Eelze jetzt mitteilt, fuhr ein 35-jähriger Hamelner dem BMW. Kapellenhagen. Wie Sie vielleicht gehört haben, hat die Nutztierarche Swinsgarn in Kapellenhagen bei Dunien ihre Kündigung erhalten und steht demnächst im schlimmsten Falle vor dem Nichts. Vor kurzem gab es ein Unterstützertreffen, bei dem viele Unterstützer auf den Hof gekommen waren, um ihre Solidarität mit dem Betrieb zu bekunden. Wir werden Ihnen in Kürze hierzu weitere Videos und Interviews zeigen. Es lohnt sich also, regelmäßig bei uns reinzuschauen. Auf der Seite www.nutztierarche-swinsgarn.com finden Sie weitere aktuelle Infos und Reaktionen. Eifelt. Die Firma Wolfservice weist in einer aktuellen Meldung darauf hin, dass einige Modelle der Stiel-Mähroboter aufgrund der aktuellen Situation knapp werden oder demnächst vorläufig gar nicht mehr zu bekommen sind. Da das Lager der Wölfe auch immer mehr zusammenschmilzt, wird empfohlen, jetzt zuzugreifen, solange noch Modelle vorhanden sind. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf leinebergland.tv mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche. Das Johanniter-Krankenhaus in Gronau sucht Mitarbeitende für die Wahlleistungsassistenz und einen Logopäden bzw. eine Logopädin zum 01.01.2023. Weitere Infos dazu finden Sie bei leinebergland.tv auf der Webseite des Johanniter-Krankenhauses oder über den jeweiligen QR-Code der Stellenanzeige. Die Firma Wolfservice Elektromaschinenbau aus Eifelt sucht einen Landmaschinenmechaniker, einen Elektroinstallateur und einen Auszubildenden als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik zum 01.08.2023. Und es ist egal, ob M, W oder D.
Alle Bewerbungen bitte schriftlich an Wolf Service Elektromaschinenbau zu Händen Thomas Fischer, Brunkerstieg 2 in 31 061 Eifelt. Die Parkresidenz Eifelt sucht Sie als Pflegefachkraft oder Pflegehilfskraft. Eine 5-Tage-Woche, 30 Tage Urlaub, eine Edenred-Bonuskarte, Corporate Benefits, vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge erwarten Sie. Bewerben Sie sich jetzt unkompliziert über WhatsApp unter 0175 1146 304 oder per Mail an bewerbung@agentum-pflege.de. Viel Erfolg! Die Agrolab Agrar- und Umwelt GmbH in Saarstedt sucht Verstärkung unter dem Motto Komm in unser Team. Schauen Sie hier. Hallo, ich bin Dete. Bin seit 9 Jahren hier im Unternehmen und kommt in unser Team. Es ist super hier, es macht Spaß und ist sehr vielfältig. Die Mönnecke Mineralöle GmbH mit Sitz in Delixen sucht eine Leitung der Buchhaltung sowie eine Fachkraft für Büromanagement. Alle Details zu den offenen Stellen finden Sie auf www.mönnecke.de/jobs. Die Firma Dach und Solarbautech aus Delixen sucht Dachdecker Gesellen bzw. Gesellinnen. Schauen Sie mal. Du suchst einen Job mit abwechslungsreichen Aufgaben. Du suchst einen Job mit Zukunft. Du suchst neue Herausforderungen, dann bist du was genau richtig. Mein Name ist Kai-Uwe Busch, ich bin Geschäftsführer der Dach- und Solarbautech GmbH aus Delixen. Na, könnten wir dich überzeugen? Dann bewirb dich jetzt bei uns. Wir freuen uns auf dich. Der Arbeiter-Samariter-Bund Hildesheim-Hameln-Pyrmont sucht unter anderem eine pädagogische Fachkraft für die Schulassistenz in den Einsatzorten Lammspringe, Bockfeld und Hohenhameln. Für die Details schauen Sie bitte auf die Webseite www.asbhildesheim.de/Stellenmarkt. Die Firma Dunform ist in Salzhemmendorf angesiedelt und produziert dort täglich rund 1700 individuelle Küchenarbeitsplatten für einen international tätigen Handelskonzern. Dunform sucht weitere Verstärkung für sein Team. Wenn Sie dazu die aktuellen Stellenangebote sehen möchten, dann schauen Sie einfach auf dunform.de. Wenn Sie dort ein interessantes Angebot finden, bewerben Sie sich einfach postalisch bei Dunform GmbH & Co. KG, Humboldtstraße 20a in 31 020 Salzhemmendorf oder per E-Mail an bewerbung@dunform.de. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leineberglandt-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.